Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Was machst du denn? Und willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Vlog, in dem ich euch einige Fragen beantworten werde. Ist ja jetzt doch schon ein Stück her, dass das letzte Q&A so richtig kam zum Hof. Können wir ja gleich mal eine Frage beantworten. Ja, wir haben ein neues Pferd. Einen Spitznamen gibt es noch nicht, aber okay, ich mache jetzt erstmal weiter. Und zwar kann es sein, dass es auch, wenn ich drin bin, immer mal ein bisschen windig ist, weil es ist so stürmisch bei uns. Gestern war echt, ich habe es fast weggeweht auf dem Pferd. Heute ist es immer noch ganz schön windig, aber nicht mehr ganz so schlimm. Ja, jedenfalls werde ich jetzt den Tag über vloggen und euch immer mal wieder Fragen beantworten. Die habe ich vor etwa 2 Wochen auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr habt. Und ja, ich denke, das ist eine coole Möglichkeit, das alles zu verbinden. Ja, neues Pferd ist eingezogen, damit gleich die Frage beantwortet, dass hier Lobby ausgezogen ist sozusagen. Er ist wieder zurück zu seiner Besitzerin, wie geplant. Er war jetzt 1,5 Monate bei mir und hat auch super Fortschritte gemacht. Und jetzt ist eben ein neues Schimmeltier eingezogen. Ich zeige es euch gleich nochmal kurz. Moment. Da ist sie. Ja. Aber bevor es jetzt weitergeht, geht ein ganz lieber Gruß an unsere Community, und zwar an die liebe Katrin. Wer in den nächsten Videos gegrüßt werden möchte, schaut in der Infobox bei der Glocke aktiv Aktion vorbei, und jetzt geht's wirklich los. Heu gab's jetzt schon. Es ist ein bisschen dunkel heute hier drin, weil ich will das Tor noch zulassen, weil sonst weht es uns auch hier drin weg und man würde mich auch gar nicht mehr verstehen. Deswegen gibt es jetzt einmal Kraftfutter. Das ist jetzt hier für die neue Maus. Die bekommt gerade erstmal nur ein bisschen Luzerne und Hafer, weil man kennt sie auch noch nicht. Da will ich jetzt natürlich auch nicht radikal umstellen. Also das ist generell sehr wichtig, wenn ihr Futter umstellt, wirklich Step by Step, dass sich die Darmbakterien auch auf das neue Futter einstellen können. So, genug geredet, jetzt gibt's Futter. Oh, wir haben so schönes Wetter eigentlich. Blauer Himmel, Sonnenschein, aber eben sehr, sehr windig. Na, guten Morgen. Möchtest du jetzt auch dein Futter, ja? Und du auch, hä? Die Püppi hatte sich vor gut einer Woche ein bisschen verletzt, aber das ist alles wieder geheilt und da kann heute auch der Verband ab. Ja, Mäuschen. Und es kann wieder losgehen mit ein bisschen locker reiten. Während ich jetzt Heu für die Weide hole, hoffe ich, dass ich dabei nicht hier runterfalle. Werde ich einmal die nächste Frage beantworten. Und zwar, wie lange es schon mein Traum war, einen eigenen Hof zu haben. Und eigentlich schon immer. Also klar, als kleines Mädchen, ich möchte ein Pferd, ich möchte dies. Aber es hat sich einfach verfestigt. Pferde sind schon immer in meinem Leben. Und das hat sich einfach so, ja, eingebrannt, wie soll ich sagen. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zu reiten und bin dann einfach dabei geblieben, weil ich mir schon damals gesagt habe, entweder ganz oder gar nicht. Ich will nicht einmal die Woche irgendwie freizeitmäßig rumhoppeln. Wenn, dann will ich das richtig durchziehen. Verdammt, jetzt ist mir hier der Strick abgegangen. Kann ich es damit noch tragen? Das ist doof mit einer Hand. Ja. Und dann war das natürlich gar nicht so fernliegend, dass man irgendwann sagt, hey, ich möchte gerne einen eigenen Hof haben. So, wie ich das gerne möchte. Und wir haben dann eben die Augen ein bisschen offen gehalten, schon ein Stück länger. Es ist jetzt nicht so, dass wir innerhalb von einer Woche hier den Hof hatten oder gefunden haben. Dass wir den gefunden haben, ist nur einfach unser großes Glück. Nicht wundern. Ich muss ja echt nach unten gucken, sonst trete ich hier mal daneben und fall runter. Ja, also
das schon immer haben. Und dafür brauche ich zwei Hände. Konkret wurde es eigentlich so vor einem anderthalben Jahr, würde ich mal sagen, dass wir wirklich die Pläne geschmiedet haben. Gerade noch hinter mir und ich werde jetzt hier noch den Offenstall ausmisten. Passend dazu gleich mal die Frage, ob es mir manchmal zu viel ist, die ganze Arbeit. Und ich muss sagen, definitiv nicht. Man hat klar mehr Arbeit, wenn es sein eigenes Zeug ist, aber so viel anders als vorher ist es auch nicht. Ich musste auch jeden Tag meine Boxen misten. Ich musste auch die Pferde rein und rausbringen. Also außer, dass ich das jetzt jeden Tag mache, außer wenn Alex das zwischendurch mal macht, ist es nicht viel anders. Und also ich brauche früh wirklich nur zum Rausstellen, wenn ich jetzt nicht gleich die Boxen müsste und keinen Vlog dabei drehe, eigentlich eine halbe Stunde für alles. Und das ist ziemlich entspannt. Dann halt auch Boxen müssen, das geht mit dem Einstreu auch super schnell. Da brauche ich auch, weiß ich nicht, 20 Minuten für alle Boxen. Und so viel Arbeit ist das nicht jeden Tag. Man muss sich halt, klar, für manches immer mal wieder durchbeißen. Also so Heu machen ist jetzt nicht so meine Lieblingsaufgabe, aber es muss ja gemacht werden. Und das ist einfach, gut, dann sind das mal eine Viertelstunde, wo man sich zusammenreißen muss. Aber das war's dann auch wieder. Also ich kann es mir klar alles vorstellen, aber ich möchte es mir nicht anders vorstellen. Also ich mache das sehr gerne so und ja, ich denke damit, das ist gut beantwortet und ich werde jetzt mal schnell misten. Alle haben jetzt gefrühstückt und jetzt werde ich alle rausbringen. Hält das? Ja. Und anfangen werde ich mit dieser süßen Maus. Sie ist jetzt, wie lange ist sie jetzt da? 5 Tage oder so? Ihr Name ist, Achtung, am besten mitschreiben, Celtic Cross Earl Pride. Aber ich habe keinen Spitznamen für sie gefunden. Wir werden sehen. Aber sie ist eine zuckersüße, ganz, ganz liebe Maus. Na, ganz brave. Und damit verbunden gleich eine weitere Frage, wie viele Pferde habe ich hier stehen? Wer fleißig mitgezählt hat, kann das ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie viele Pferde ich hier stehen habe. Und ich kann euch sagen, es werden auch nicht mehr. Also wenn ein neues Beritpferd kommt, wird das halt nur ausgetauscht, wenn ein vorheriges wieder zurückgeht oder verkauft ist. Weil mehr schafft man einfach nicht. Also mehr Pferden könnte ich nicht gerecht werden. Und da will ich lieber eine hohe Qualität und weniger Quantität, weil das bringt ja auch nichts, wenn man hier 20 Pferde stehen hat und jedes wird einmal die Woche geritten. Also da ist keiner glücklich. Deswegen habe ich so diese Anzahl, die ihr jetzt in die Kommentare schreibt, wer aufgepasst hat. Und ja, so ist das. Ich werde jetzt noch schnell die Futterschalen wieder zusammenräumen. Und dann geht's für uns erstmal frühstücken. Ich hatte gerade noch eine Frage. Ach ja, welche meiner Pferde ich verkaufen werde?
Erstmal, es sind ja nicht meine Pferde, die ich verkaufe. Grundsätzlich nochmal gesagt, wirklich, mein Pferd ist ja auch nur Rusty. Also so ganz. Ist hier noch Futter drin? Nee, nicht aufgefressen. Ist ja nur Rusty, mein ganz, ganz eigenes Pferd sozusagen. Die Püppi gehört den Züchtern, wo auch Rusty herkommt. Lumpi gehört Alex Eltern. Und das sind, sag ich mal, so meine drei festen Pferde. Und der Rest sind eben entweder Beritt- oder Verkaufspferde. Also sind ja nicht meine Pferde, die ich verkaufe. Und außer Sitara, also außer das Pony, was gerade da ist, ja, sind später alle zum Verkauf. Die sollen jetzt in der Saison ein bisschen Erfahrung sammeln und dann schaut man, wann man sie dann anbietet. Also gerade die neue Stute, die Schimmelstute, die ist noch komplett grün hinter den Ohren. Also da ist noch gar nichts davon. Großer Ausbildung, das wird sie jetzt alles bei uns lernen. Also sie kennt Reiter, sie ist angeritten, aber eben große Balanceprobleme. Sie kann den Galopp noch nicht richtig halten und ja, das ist viel Arbeit, dass da noch, die dann noch reingesteckt werden muss. Und ja, also außer das Pony und meine drei sind später alle Verkaufspferde. Und jetzt werde ich erstmal frühstücken gehen. Wir hatten jetzt am Wochenende Einzugsfeier und haben ganz viele Pflanzen und Bäume und Kräuter und so geschenkt bekommen. Und eine Mistgabel. Es ist so schön. Es wird richtig heimelig. Na, wartest du schon? Oh. Du musst meine Schlüssel holen. Eine Frage bezog sich auf ein Lederpflegemittel, was ich in der Story ein paar Tage vorher hatte. Das werde ich jetzt gleich mal verbinden und euch die Sattelkammer zeigen. Wenn es im Hintergrund ein bisschen laut ist, nicht wundern, hier wird gerade gesägt. Deswegen, ja, könnt es vielleicht ein bisschen rumoren im Hintergrund. Aber ich zeige euch jetzt einmal die Sattelkammer. Und zwar ist sie jetzt eigentlich auch fertig eingerichtet. Wir haben jetzt hier Schrank, so ein bisschen Leckerli, Kleinkram hier drin, einfach schnell zum Verstauen. Und ganz wichtig, Wasserkocher fürs Mash und für die Heukops. Leckerli ist immer griffbereit. Hier sind so Longen, wie nennt man das? Na, es ist nicht Halsring, aber sowas in die Richtung. Gärten, hier sind die ganzen Trensen und so noch Vorderzeuge. Alles ordentlich. Dann kommen hier die Sättel. Weiter geht's. Ja, Schrank. Das habe ich schon mal auf Instagram jetzt die Tage gezeigt. Hier habe ich meine Stallplaketten mit angebracht. Und so wie ich das sehe, hängen auch noch alle. Es sind keine runtergefallen. Wer das nicht kennt, das sind ja, so kleine Plaketten, die man auf manche Turnieren bekommt oder bekommen hat. Das ist heute dann eigentlich noch sehr selten. Finde ich eigentlich sehr schade, dass man das nicht mehr bekommt, weil es sind wirklich tolle Erinnerungen, die man da einfach hat und ja, sich schön an die Wand machen kann, wie hier. Hier auf dem Tisch ist gerade noch vom Wochenende was liegen geblieben. Hier habe ich eine wunderschöne, ganz, ganz weiche Abschwitzdecke von Chevalier bekommen. Sieht man das gerade irgendwo? Ah, okay, ich werde die jetzt nicht komplett auspacken. Hier gibt es aber auch noch eine Schabracke dazu. Hängt die? Ah, hier. Okay. Chrissy hat aufgeräumt. Ha, alles ordentlich. Die war auch noch dazu. Richtig, richtig schön. Habt ihr wahrscheinlich schon im letzten Video von Rusty gesehen. Da hatte ich die nämlich gleich drauf gemacht. Ja, und hier sind noch Ladegeräte für das Weidezaungerät. Wir haben ja so solarbetriebenes und wenn es dann doch mal ein paar Tage nicht so viel mit Sonnenschein ist, dann haben wir hier Ladegeräte, die sind gerade noch verpackt, weil Timo uns die mitgebracht hat. Eins haben wir schon drin, also falls ihr da was braucht, kann ich euch das gerne mal in der Infobox verlinken.
hier für verschiedene Ampere-Zahlen, Ampere- und Volt-Zahlen geeignet, ganz verschiedene. Werde ich euch alle Infos mal mit in die Infobox unter dem Video packen, weil das ist wirklich sehr praktisch, kann man dann schnell aufladen, mal über Nacht, und hat dann früh wieder genug Strom, dass man da keine Gefahr hat. Ja, Strom ist Gerät auch noch. Dann sind hier eigentlich noch mehr Stühle. Eigentlich haben wir hier, glaube ich, 4 Stühle immer gestapelt, dass mir die hier keinen Platz wegnehmen. Ja, dann hier einfach Schränke. Das war schon hier. Das haben wir einfach nochmal entrümpelt und sauber gemacht. Hier habe ich so ein paar Schabracken noch drin. Bandagen hier oben. Und hier noch so ein bisschen Kanisterzeug, was an Lederpflege oder Öl und sowas ist. Dann, ach hier, die kann ich auch gleich mal wegräumen. Die hatte ich euch ja auch schon mal in einem Video gezeigt. Da habe ich immer eine Dose auch hier drin zum schnellen Putzen. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Wo ist meine Dose? Ich habe immer die große Klappe. Und dann ist sie nicht hier. Ist sie hier? Nee. Ha, kann ich gleich mal suchen. Jedenfalls habe ich da eigentlich immer eine Dose stehen oder hier drin, um dann schnell nach dem Reiten die Trenzen sauber zu machen, dass da gleich der Schweiß ab ist. Und das ist das besagte Lederpflege... still ich scharf. Zeug, was ich in der Story schon mal vorgestellt hatte. Ich hatte das jetzt einmal genommen, um alle Trensen sauber zu machen. Und ich kann euch sagen, es hat mein Leben revolutioniert. Ich wurde dann belehrt, dass es das schon oder sowas in der Art schon länger gibt. Ich habe sowas aber noch nie benutzt und war dann total begeistert, weil einfach verdünnen in Wasser, Trensen rein. Wenn es mal ein bisschen mehr Dreck ist, einfach drüber schrubbeln. Aber wenn es nur so leicht ein bisschen Staub, ein bisschen Schweiß ist, geht das einfach komplett ab, weil es löst das eben auf und dann muss man nur noch trocknen lassen und hat das gleich sauber und gepflegt. Ist richtig cool. Kommt jetzt aber wieder hier rein. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie Leder, nicht Leder, Sattelseife. Nur, dass das eben zum Einweichen ist und ihr noch weniger Arbeit habt. Ja. Hier sind auch noch so Stiefel gerade drin. Hier sind ganzen Abschutzdecken. Und das müssen wir dann nochmal ein bisschen mehr strukturieren, aufräumen. Hier sind Gamaschen. Und hier unten sind Halfter, Stricke und sowas noch. Ja. So schaut es jetzt hier drin aus. Und ich werde jetzt gleich mal was mitnehmen. Und zwar werde ich... Ha, mit wem fange ich denn an? Vielleicht fange ich mit der Sitara an. Aber ich nehme immer gleich mehreres mit raus. Also ich gehe jetzt nicht wegen einer Trense oder so, sondern nehme gleich alle mit, die ich jetzt vor Mittag erst noch reiten werde. Ich glaube, die beiden nehme ich gleich noch mit. Also Carino und Genie. Und ja, dann noch die Sattel dazu.
Mir die beiden Füchse geritten, wollte eigentlich auch noch die Ginny reiten, aber mit dem Segen hier, sie ist ja generell sowieso so ein bisschen nervös und da mache ich mir, glaube ich, keine Freude, wenn ich da dann Ruhe reinbringen will und sie ist dann sowieso so ein bisschen spannig, deswegen werde ich sie dann nachher reiten. Aber gleich noch eine Frage zum Beantworten, ob alle Pferde eigenes Sattelzeug haben, was mit den Besitzern kommt, ob die alle mein Zeug bekommen, das ist ganz unterschiedlich. Also, ich kann euch ja mal kurz die Sättel nochmal zeigen. Das ist jetzt, der kommt da noch drauf, der Sattel von der Sitara. Das ist mein Dressursattel für Rusty damals gekauft. Genauso wie der Springsattel. Das ist Lumpis Sattel. Und das ist der Sattel von der neuen Schimmelstute. Da habe ich auch noch einen Sattel, den habe ich noch nie benutzt, richtig. Den will ich aber mal testen. Und dann habe ich noch Lumpis alten Sattel bei Alex Mama. Den könnte ich zur Not auch noch auf dem Pferd legen. Aber diese beiden Sättel teilen sich aktuell mehrere Pferde. Also Rusty, jetzt wieder. Pippi, Krawall, Ginny und Carino, weil das passt einfach auch von der Sattellage her. Mit den Pads kann ich hier auch Kleinigkeiten korrigieren und gerade wenn es Verkaufspferde sind, haben die ja nicht alle eigenes Sattelzeug von Haus aus. Deswegen nehme ich dann das, was am besten passt und habe da ja zum Glück auch genug Auswahl an Sätteln, wo ich testen kann, welche am besten zu den Pferden passen. Ich habe jetzt einmal den Akku mit der Kamera gewechselt. Und gleich die Antwort für eine nächste Frage. Ob ich am Stall wohne. Also das ist meine Haustür. Und da ist der Stall. Erklärt, glaube ich, einiges. Und schaut mal, was ich gerade noch mitgenommen habe. Ich habe auf der Partnerpferd ganz süß selbstgemachte Leckerlis bekommen. Die werde ich jetzt mal mit in den Stall nehmen. Und ach, das ist so schön frühlingshaft hier. Ach, das ist echt schön. Und Misten, wollte ich eigentlich sagen.
ganz viele Fragen kamen auch zu Einstreu. Ich hatte euch ja im letzten Vlog gezeigt, wie das frisch eingestreut aussieht, wo es wirklich noch diese Pellets waren. Und jetzt kann ich euch einmal zeigen, wie das jetzt aussieht. Das zerkrümelt hier einmal komplett. Also das ist auch alles trocken hier. Das, was hier an Stroh dazwischen ist, ist vom Füttern, vom Heunetz. Aber das ist eine richtig feine, federnde Matte hier. Ihr seht, wie das richtig nachgibt. Super weich für die Pferde und eben ganz leicht abzuöffnen. So. Und so leicht geht das jetzt sauber zu machen. Das ist wirklich unschlagbar. Das geht super schnell. Dann ziehe ich das einmal glatt und das war es dann auch schon. Also einfacher geht es nicht. Und es ist eben, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, man braucht ganz wenig Material, weil man nimmt ja größtenteils nur die Äpfel raus oder wenn wirklich mal nasse Stellen sind. Aber ansonsten bleibt das eben drin und das ist jetzt nicht wie Stroh, wo man eine Karre pro Box braucht. Das geht super easy, man braucht wenig Platz zur Entsorgung. Und der Vorteil beim Strohgranulat ist eben auch, dass man es nicht angießen muss, wie zum Beispiel andere Pellets oder Miscanthus Pellets. Das werden wir aber im Frühjahr dann mal umstellen wahrscheinlich. Mal gucken, was für uns besser funktioniert. Aber das trocknet mir eben jetzt in der nassen Jahreszeit einfach nicht. Deswegen machen wir das, wenn es wieder wärmer wird. Und ja. Ich werde jetzt erstmal weitermisten und dann zeige ich euch, wie es sauber aussieht. Let me feel your love again. Cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Ich bin fertig mit den inneren Boxen. Sieht jetzt schockierend aus, wie viel ich hier in dieser großen Schubkarre drin habe. Aber das ist vor 2 Tagen. Also das ist der Mist, den ich 2 Tage hier aus den inneren Boxen rausgeholt habe, weil den habe ich gestern nicht ausgeleert. Das heißt, es sind 6 Boxen gemistet in der Karre. Und das ist, finde ich, unschlagbar. Weil wenn ich bedenke, was ich mit Stroh hier rausholen würde, ist das gar nichts. Die Boxen sind jetzt alle gemistet und jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Ich darf nicht rausgehen, es ist so windig, dann hört man mich nicht mehr. Heute gibt es ausnahmsweise mal nichts lecker selbstgekochtes, weil wir müssen erstmal wieder einkaufen gehen am Wochenende. Bei dem Einzug, also bei der Einzugsfeier, ist ja so ziemlich alles Essbare weggegangen. Deswegen gibt es jetzt nur schnell Brot, aber reicht ja auch. Und dann muss ich dann noch. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen an den PC. Muss ich dann mal kurz mit Alex besprechen, was er jetzt schon geschafft hat. Und dann geht's weiter. Und wir haben zum Einzug einen neuen Mixer bekommen, weil ich unseren geschrottet habe. Der ist mir in der Garage runtergefallen. Aber jetzt kann ich endlich wieder Smoothies machen. Ich muss gerade noch ein bisschen was am PC machen. Schaut euch mal diese wunderschönen Bilder hier an von der Vanessa. Die haben wir letzte Woche gemacht. Wofür genau, werdet ihr noch erfahren. Aber ihr findet da auf jeden Fall auch welche auf Instagram schon. Also schaut da mal vorbei. Die sind einfach nur wunderschön. Ich habe jetzt ein bisschen Zierarbeit noch machen müssen. Wie guckst du eigentlich? Und jetzt geht's draußen weiter. Wir haben sogar Sonnenschein. Es ist immer noch windig. Aber es hat schon mal aufgehört zu regnen. Die Sonne ist draußen. Dann macht das doch gleich viel mehr Spaß. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Und wir kommen jetzt gleich mal zur nächsten Frage. Oder zum nächsten Fragen.
komplex. Wörter sind sehr viele gewesen. Ich fasse das jetzt mal Thema Rusty zusammen. Erstmal hole ich noch meinen Schal. Ohne ist es doch ein bisschen kalt. So. Wie geht's mit Rusty weiter? Ist Rusty wieder gesund? Warum war er weg? Ich dachte, das habe ich schon gut kommuniziert, aber anscheinend doch nicht. Nebenbei werde ich jetzt aber gleich mal Sachen mitnehmen, denn Rusty ist der Nächste, den ich bewegen werde. Und zwar wird es Doppellonge geben. Also, der Grund, warum Rusty auf Weide war, war ja kein gesundheitlicher. Also, ja, er hatte ja sehr viele Verletzungen. Schwierig mit einer Hand. Weshalb einfach seine Ausbildung sehr zurückgeworfen wurde. Aber er hat ja jetzt... Geil. Irgendwie komme ich nicht so richtig vorwärts. Also, ja, er hatte viele Verletzungen, die uns immer zurückgeworfen haben. Aber er hatte jetzt nichts Akutes. Hier ist es zu windig. Weshalb er jetzt Pause haben musste. Also jetzt nicht so, dass er verletzt war und deswegen weggestellt wurde, sozusagen, sondern es war vielmehr so, dass er durch die Pausen eben, durch dieses Zurückgeworfene, also diese Pausen wegen den Verletzungen, einfach nicht klar im Kopf war. Er war immer, er kam mit seinem Körper nicht klar. Körperklaus haben wir ihn immer spaßenshalber genannt, aber es war wirklich so. Sein Kopf war einfach nicht reif genug, weil eben immer wieder unterbrochen wurde und er kam damit nicht zurecht. Deshalb habe ich gesagt, nee, stopp, wir stellen ihn jetzt nochmal weg. Er darf nochmal Pferd sein, nochmal Ruhe bekommen und dann beginnen wir nochmal neu. Und ja, das tun wir jetzt. Ihr habt ja im letzten Video schon gesehen, ich bin schon mal kurz drauf gesessen und auch jetzt am Wochenende als Ginny da war für ein paar Reitfotos, aber nur so eine Viertelstunde mehr noch nicht. Also es waren jetzt wirklich zweimal, nur so ganz kurz, weil ich will ihn auf keinen Fall überfordern. Ich habe ihn ja viel longiert, gibt ja jetzt auch eine eigene Playlist zu ihm. Für seinen Aufbau viel an der Halfte, erstmal so longiert, ganz locker. Was macht ein Leiter da? Und jetzt dann ging es weiter mit der Doppellonge, meine Güte. Und dann nur mal zwischendurch kurz drauf gesessen, um auch das natürlich wieder ihm zu zeigen, dass das nicht schlimm ist, dass es ganz normal ist. Und ja, wir bauen das jetzt Stück für Stück auf. Ich werde davon jetzt aber nicht so viel hier zeigen, denn Alex kommt dann raus und wir drehen dazu ein extra Video über die Doppellongenarbeit. Hört ihr das geknistert? Was machst du da? Was hast du da? Ein Leckerli von der Chevalier-Bestellung. Ja, deswegen werden wir euch das da extra zeigen. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt Sinn ergeben hat. Egal, ich muss mal weitermachen. Nur draußen kann ich nicht reden, weil es zu windig ist. Aber ich werde jetzt das Zeug rausräumen, Rusty reinholen, putzen, fertig machen. Und dann kommt Alex raus. Things we have.
jetzt mit dieser süßen Maus hier. Die ist super, super, super brav zum Glück. Und ich wollte gleich noch eine nächste Frage beantworten. Na, erstmal muss ich sagen, wie happy, glücklich und unfassbar stolz ich auf Rossi bin. Wie genial er war. Also du musst unbedingt beim nächsten Video einschalten. Die Frage war, genau, ob es nicht langweilig ist, weil ich hier alleine bin. Das beantworte ich einfach mal mit einer Gegenfrage. Wie geil ist es, immer den Platz für sich alleine zu haben? Keine Leute, auf die man aufpassen muss, dass man sich nicht gegenseitig in den Weg reitet. Ja, gibt doch nichts Besseres, oder? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Die heute dran gewesen sein sollten. Und während ich jetzt noch Heu fertig mache, dachte ich, gibt es noch mal ein paar Fragen. Ich muss einmal nach. Ich habe mir die alle gescreenshottet. Was wollte ich jetzt? Ach ja. Ob ich manchmal Angst oder Hemmungen habe, in ein Essspringen zu reiten. Das muss ich sagen, Angst sollte man nicht haben. Das wäre echt kontraproduktiv. Aber man sollte immer Respekt haben, egal in welcher Höhe man gerade ist. Also es kommt halt immer aufs Pferd an. Also wenn ich jetzt mit Lumpi in ein S-Springreit ist das Standard, sage ich mal. Das ist jetzt nichts Krasses, nichts Besonderes. Das ist für mich normal. Mit der Püppi inzwischen auch. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Krawall ist ein A-Springen schon eine Aufgabe. Für die beiden, Carino und die Ginny auch. Also nicht A-Springen, aber da werden auch die ersten Turniere eine Aufgabe, weil ich kenne sie nicht, ich muss sie erstmal kennenlernen, wir müssen uns zusammenfitzen. Und da ist dann auch ein L-Springen schon eine Herausforderung. Und ja, ich finde, so sollte man das immer angehen, dass man nicht sagt, die Höhe ist jetzt krass, hast du Angst davor, sondern die Aufgabe, die ich mir und dem Pferd stelle, davor sollte ich Respekt haben. Ich sollte mich und das Pferd so weit einschätzen, dass es klappt. Und ja, dann steht einer guten Runde eigentlich nicht mehr viel im Weg. Außer vielleicht der Reiterkopf, der dann immer noch mal querhauen kann. Aber ansonsten, ja. Und ich denke mir immer, also ich bin ja Vielseitigkeit geritten. Ich muss nebenbei nur ein bisschen weitermachen. Ich bin der Vielseitigkeit bis international M geritten und ich denke mir immer, im Springen, im Zweifel fällt es halt um. Also im Zweifel fallen die Stangen runter, fällt der Ständer um, das hat es in der Vielseitigkeit nicht getan. Und ja, ich denke, das ist auch nochmal eine Beruhigung für den Kopf vielleicht. Was nicht heißen soll, dass die Vielseitigkeit mega gefährlich ist. Ja, natürlich ist alles ein Risiko. Mein Pferd kann auch im Dressurviereck hinfallen und wir können uns überschlagen. Ja, man muss eben immer den Respekt davor haben, egal um was es geht. Immer im Umgang mit den Pferden. So. Und jetzt mache ich erstmal schnell weiter. Ich muss jetzt noch Futter machen. Heute sind schon in den Boxen.
Und dann kann ich Pferde reinholen. Und während den Futter machen, beantworte ich auch gleich noch ein paar Fragen. Aber erstmal muss ich die Schüssel aufteilen. Erkläre ich euch auch gleich so ein bisschen zum Futter. Ich habe so mein System hier drin. Für Außenstehende völlig unübersichtlich. Auch Alex weiß immer nie, wem was gehört, wenn ich das einfach hier hinstelle und er soll füttern. Aber in meinem Kopf habe ich ja den Plan, welche Schüssel zu wem gehört. Das ist jetzt Luzerne. Damit beginne ich immer, weil das ist jetzt was sie nicht so sehr gerne mögen. Sollen das aber fressen natürlich. Und ja, dann locke ich sie dann erstmal schön mit Hafer und Müsli oben drauf. Und unten kommt dann die Luzerne. Und ich habe hier immer morgens und abends. Ich mache immer gleich beides, dass ich das morgens nicht noch habe. Da geht es dann eben schneller. Und ich sehe gerade, Luzerne ist gleich leer. Da muss Alex dann gleich einmal nachfüllen. Und ich werde gleich mal, wenn ich die jetzt fertig habe, zack, einmal nachbauen und nach Fragen schauen. Ja, was sehr, 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 sehr oft Thema war, ob ich nicht Pferde kaufen möchte, die ich reite. Hauptthema, ob ich nicht Krawall kaufen möchte. Gegenfrage. Könnt ihr euch alle Pferde einfach kaufen, die ihr wollt? Ich kann's nicht. Und wir alle müssen ja auch von was leben. Und ja, ich lebe eben von den Pferden. Also nicht, dass ich jetzt alle verkaufen muss. Aber Pferde sind eben mein Job. Und dazu gehört auch, dass Pferde, die bei mir in Beritt sind, verkauft werden. Das ist ganz normal. Das ist aber für mich normal, seit ich 11 Jahre alt bin. Da bin ich das erste Pony geritten, das dann verkauft wurde. Und so ging das mein ganzes Leben weiter. Ich bin damit aufgewachsen. Klar wird es mir irgendwo ja auch nicht leicht fallen, wenn Krawall dann zum Beispiel verkauft ist. Er ist ja wirklich lange bei uns gewesen. Ich habe viel mit ihm erlebt. Und klar werde ich da auch traurig sein, aber ich weiß, dass die Pferde nur in beste Hände gehen. Ich kenne die Besitzer der Pferde und ich weiß, dass es denen auch wichtig ist, wo die Pferde hingehen und dass sie nicht an Hinz und Kunz verkauft werden. Und da weiß ich dann, denen geht's dort gut. Und ja, da kann ich dann auch guten Gewissens sagen, ich habe mein Bestes getan, das Pferd auszubilden und es wird jetzt auch weiter gefördert. Aber erstmal muss ich jetzt doch selber schnell gehen, weil mir ist nämlich auch das 6-Korn-Mittel rausgegangen. Und Carino und Jenny bekommen das auch und für die hat es nicht mehr gereicht. Deswegen muss ich jetzt erstmal schnell Futter holen. Wo war ich jetzt? Jetzt hat mich das Reiskammöl völlig rausgebracht. Ich glaube bei der Platzüberdachung. Da sieht es, denke ich, schlecht aus, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall machen wir jetzt im Sommer Licht draußen hin, dass ich dann auch im Winter reiten kann, wenn es schon dunkel ist, dass ich da nicht so einen Zeitdruck habe. Aber ja, ansonsten, also Schönheitsreparaturen müssen gemacht werden, aber jetzt nichts Großes, Aufwendiges. Und dann gibt es für alle noch Möhren oder in dem Fall jetzt Äpfel dazu. Und eine letzte Frage jetzt beim Futter ist, ob ich schon alles erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und da muss ich sagen,
Nein, aber das heißt nicht, dass ich mit dem, was ich erreicht habe, unzufrieden bin. Das heißt einfach, dass, also wenn man keine neuen Ziele oder Träume oder sonst was mehr hat, dann tritt man ja auf der Stelle. Und das tue ich definitiv nicht. Damit verbunden auch gleich eine Frage, ob ich mal 3 Sterne S reiten möchte. Wollte ich eigentlich schon längst, hatte da aber keinen Startplatz mehr bekommen, die waren da schon weg. Deswegen definitiv ist das Ziel, das jetzt so schnell wie möglich, sag ich mal, in Angriff zu nehmen. Und ja, also ich habe große Ziele dieses Jahr, da werde ich aber nicht drüber sprechen, weil da bin ich wirklich abergläubisch. Und ja, sag es dann erst, wenn es wirklich soweit ist oder wenn es geklappt hat, dass es dann ja kurz bevorsteht sozusagen. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie wir das umsetzen können. Und jetzt bin ich fertig mit Futter, werde jetzt die Futterschüssel verteilen. Und dann wird es jetzt auch schon langsam dunkel draußen und ich werde mal die Pferde reinholen. Es hat endlich aufgehört zu stürmen. Ich werde jetzt gleich die beiden als erste mitnehmen. Die haben anscheinend schon Hunger. Aber erstmal muss ich die Halfter holen. Normalerweise hängen die ja bei denen direkt an der Ecke. Aber hey, du kommst auch gleich dran. Aber die Jungs haben am Wochenende hier die Planken hingestellt. Ist ja auch super nett, aber haben leider meine Haken verdeckt. Naja, gibt Schlimmeres. Na, ihr zwei, geht's rein? Hey! Die ersten sind drin, weiter geht's. Mit dir! Hey, wo bist du hin? Da! Na? Vermisst die anderen schon, hä? Süße Nudel. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Puppi. Und hier ist der Lumpi. Ihr seht, es wird schon ganz schön dunkel jetzt langsam. Aber dann sind jetzt alle drin. Futter steht schon drin. Dann werden die Hufe noch sauber gemacht. Und dann unten noch verdünnt. Und dann bin ich fertig. Jetzt gibt es noch hier draußen Abendbrot. Guten Appetit. Und dann bin ich fertig für heute. Das Pony hat schon Hunger. Wie immer. Hier, bitteschön. Das ist deins. Hey, Narasi. Oh, man sieht dich kaum. Kommst du rein? Komm rein, komm rein, komm rein. Ja, du kommst jetzt mal ganz hier hinter, dass ihr nicht dauernd Futter tauscht. Mhm. Ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Wir haben jetzt kurz nach 6:30 und draußen ist es dunkel, aber es ist alles fertig und ich werde jetzt nur noch den Tag beenden, indem ich Videos schneide. 3 Stück kann ich jetzt fertig machen, das und die 2 vom Longieren und vom Reiten. Und ich glaube, die Linse beschlägt gerade. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht können wir das öfter so machen, dass ich dann einfach so Fragen mit beantworte während eines Vlogs. Weil man war so 2 in 1, weil nur so Q&A vor der Kamera sitzen, finde ich auch immer langweilig. Aber ja, yeah. Ich denke, es ist jetzt alles mal auf dem neuesten Stand. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann kann ich die immer mal wieder sammeln und mit aufgreifen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, der Tag. Ich werde mich jetzt aufs Sofa setzen, Videos schneiden oder an den Schreibtisch. Mal gucken. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.